Jetzt ist die Frage, ob Hemi jetzt. Ist die halbe Stunde schon um? Ah, je. Yeah. Erstmal Phasma nach dem neuen PC. Stimmt, das ist das erste Mal an ihrem neuen PC. Ja. Das kann noch ein Sekündchen dauern. So, ich kann ja schon mal eine Map raussuchen. Irgendwas. Da. Nein. Da. Du kannst übrigens ruhig eine große Map wählen, weil wenn meine Nichte zwischendurch kommt, die kann sich auch mit dem Opa noch beschäftigen. Ist alles gut. Ich nehme einfach die nächste Profi-Map. Ist wieder eine kleine, aber ich nehme die Profi-Map. Yay. So. Ich habe immer das Gefühl, dass ich zu leise bin. Ja. Ja, ist EU-Server. Jetzt müsste es... Jo. Doch, ja, jetzt ist gut. Frage zwischendurch. Ha. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie mal zwischendurch reingeschaut habt. Wie findet ihr eigentlich hier Deus Ex Human Revolution? Ich will's spielen. Ich kenne das tatsächlich noch gar nicht. Ich will's spielen. Der Grafikmod. Wie findest du den? Nice. Das ist ein krasser Unterschied, ne? Ja. Aber ich erinnere mich dann gerne an das erste Mal Deus Ex, das Urgestein, was gar nicht spielbar war. Das war hart. Ist bei dem Mod hier aber auch so, also... diese kleinen Ruckler zwischendurch hast du auch im Hauptspiel, zumindest mit DirectX 9. Ich weiß nicht, wie das mit DirectX 11 ist. Aber mir persönlich war es halt in dem Augenblick wert, weil ich das Spiel schon so einmal im Classic-Modus durchgespielt und ich wollte es halt mal mit dem Mod machen. Ja, ich finde, wenn man da, also grundsätzlich bin ich ein Freund davon, ein Spiel auch mal Vanilla zu spielen. Das habe ich ja bei Skyrim gemacht. Aber wenn ich Skyrim nochmal spielen würde... Hallo Hami, dann würde ich das auf jeden Fall mit Mods machen. Hallo Hami. Ja, Skyrim mit Mods ist nochmal was ganz anderes, ne? Halt ein ganz neues Spiel, ne? Ich würde gerne mit Mods spielen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das installiere. Ich bin einfach zu doof dafür. Da kann ich ja... Skyrim mittlerweile recht angenehm. Ja, da gibt's doch hier, ähnlich wie bei Witcher 3, da kannst du ja auch Mods installieren, da gibt's doch diesen Client für, ne? Richtig, von Nexus Mods? Ja, genau. Kannst dich, glaube ich, einloggen, anmelden und dann klickst du noch an, was du haben möchtest und dann musst du die ganze Sache irgendwie nur noch... Ich weiß nicht, ob du die noch manuell sortieren musst. Ja, ich glaube, das macht er mittlerweile sogar selber. Also, als ich noch jung war, ne? Boah, jetzt tu mal nicht so. Da gab es einen Teil, das nannte sich Mod-Manager. Ich meine, das ist jetzt 4 oder 5 Jahre her, ne? Dann musstest du die Mods selber irgendwie sortieren und dann musstest du da noch irgendwelche anderen Sachen... Ich glaube, das mit dem SKSE oder sowas hieß das. Das musst du, glaube ich, immer noch manuell installieren. Aber ich glaube, den ganzen Rest kannst du so runterziehen. Moin. Tera hat auch gerade geschrieben, also Vortex Nexus Modloader. Damit kannst du das runterladen und installieren. Ich bin der Meinung, dass der Entwickler von Mod Manager auch das Teil jetzt hier für Nexus Mod entwickelt. Ich meine ja, da habe ich irgendwas mal gelesen. Und da sind halt echt viele Spiele auch mittlerweile unterstützt, die du dadurch dann modden kannst. Dankeschön, Tera. Dankeschön, Tera. Hami, du bist ja sonst immer bei mir im Stream am Abgammeln. Was sagst du zu Deus Ex Human Revolution? Am Abgammeln. Hase, man hört dich nicht. Ich hab grad gar nichts geredet, Moment. Okay. Meine Nesquik-Schokolade ist fast alle.
So, ich musste gerade noch was umbauen. Willkommen zurück. Unter meinem Tisch ist es dunkel. Dunkel war es, der Mond schien helle. Twitter-TBK. Der ist ja extra von Nexus, das war früher der Nexus-Mutlader und also heißt jetzt Vortex lächelndes Smiley. Okay. Von Deus Ex Human Revolution. Da ich da bisher nur so halb zugucken konnte, fand ich es bis jetzt mal ganz gut. Ich finde es aber tatsächlich auch mit dem Mod besser, anders finde ich das irgendwie, ich weiß nicht, das ist so dunkel, so dumpf ohne den Mod. Es ist also, man merkt schon, dass da fehlt irgendwas, ne? Also im Originalspiel war da ja eigentlich noch so ein Goldfilter drüber. Aber den haben sie in diesem Director's Cut rausgenommen. Aber warum? Aber ich finde, ich weiß auch nicht. Also es ging wohl vielen Leuten auf den Senkel, aber ich finde, mit Goldfilter ist das eine andere Atmosphäre. Das ist so ein bisschen wie, als wenn du irgendwie so in Serien oder sowas Mexiko siehst, so weißt du, da hast du plötzlich auch so einen komischen Orange-Filter drüber. Hm. Basti, wir sind übrigens soweit fertig, ne? Danke. Und bin abgewürgt. Das ging jetzt nicht flott. Sorry. Ja, alles gut. Check the equipment and get set up before investigating. Ja, irgendwie schon, ne? 10 Grad, dreckiges Wasser und EMF. Luzi, sagst du mal was? Hallo. Basti, du einmal bitte aufpassen. Oh, ich bin die Laura. Sage mal. In meiner Nähe im Lokalen, wenn sie steht. Hallo, ich bin die Laura. Okay. Ich klinge gar nicht so. Das war aber nicht gut nachgemacht. Ich wollte gerade sagen, also ich habe jetzt ja häufiger schon mal Videos von mir gesehen. Ich klinge irgendwie anders. Eher nieselnd. Das sagst du jetzt so. Nein, dir fehlt das Näselnde, weil ich ja eigentlich dauerhaft erkältet bin. Näselnd oder nieselnd? Beides. Hier nieselt es auch, ja. Nein, aber ich bin ja irgendwie immer dauerhaft erkältet. Ja, das hatten wir vorhin. Mittlerweile nieselt es nur noch. Das ist so schlimm. Ich bin ganz kurz. Du, da habe ich einen super Tipp für dich. Vielleicht helfen dir so ein paar Fußwärmer. Die gibt es nächste Woche Montag bei... Ah, meinst du? Ich werde mal gucken, ob ich da welche kriege. Fußwürmer, auch gut. Leute. Hier schwebt eine Kerze. Ganz hinten in dem Schlafzimmer, da ist noch ein Badezimmer dahinter, da schwebt eine Kerze. Das finde ich ja interessant. Tja. Ich habe gedacht, ich informiere euch mal dahingehend. Das ist lieb von dir, danke schön. Immer wieder gerne. Eine Kerze hat der Geist Advent verpasst? Ja, anscheinend. Oh mein Gott, ja, ich kann ihn mitnehmen. Schon mal den Stoffhasen mit. Aber wie sollen wir nachher, wenn wir sterben, denn mit euch kommunizieren? Ich liege dir ja hier. Mhm. Ich gehe mal nach oben. Ich bin direkt hinter dir, Laura. Twitter-TBK. Poltergeist, wenn ich recht hab, 5 Gummipunkte. Nein, Moment. N3AD unterstriche Lob. Advent, Advent, das Geister-Champ-Fant XD. Bitte? Mist, jetzt hat Tera gerade über Speak... Jetzt haben Tera und Nerd gerade was über Speak gesagt, deswegen habe ich ihn nicht gehört. Alles gut, aber ich will auch lachen. Hier hinten im Bad. Hier hinten im Badezimmer.
Minus 0,8. EMF 2. Hallo? Bist du hier? Schreib etwas ins Buch. Ich geh mal nur V-Lampe holen. Jep. Mist, jetzt habe ich das gar nicht gehört. Basti, kannst du das nochmal sagen? Ich will auch lachen. Nein. Basti hat gesagt, denn ich folge dir den Speer im Anschlag. Oh, okay, gut, dann habe ich es verstanden. Basti, nein. Ich bin verheiratet, das können wir nicht tun. Basti, nein. Hör auf damit, nein, lass es. Auch wenn du dich freust, mich wiederzusehen, aber nein. Komm, du hast es provoziert. Ja. Touché, unabsichtlich. Also ich hab so V-Lampe, holt jemand eine Kamera? Ich hab eine Kamera dabei. Sehr schön. Ich weiß gerade nichts mit mir anzufangen. War das jemals anders? Geht es uns allen nicht irgendwann mal so? Ich bin so unentschlossen. Als japanischer Krieger wäre ich ein Ninja. Kannst du lachen, besser war der andere auch nicht. Der Paparazzi ist wieder unterwegs. Entschuldigung. EMF 4. N3AD-Löhne. Freut ihr euch alle auf Weihnachten? Ja, doch. Ich werde morgen einen schönen, ruhigen Tag auf der Couch mit viel Essen. Ein paar wenige Geschenke, aber viel Essen und Serie verbringen mit Hausmeister. Mhm. Ja, neben dem Klo. Was haben wir jetzt? Wir haben Gefriertemperatur und? Ist noch jemand drin, der es nicht... Ich gehe nochmal Licht ausmachen. Das Licht ist aus. Alles gut. Okay, ich komme wieder zurück. Aus irgendeinem Grund sind die mittlerweile immer relativ... Oh, er macht die Lichter an und aus. Also wir haben Juri oder Dämon, sprich Box oder Orb. Weil wir Gefriertemperatur und... Buch. Ah, stimmt, ja, Buch. Okay. Das weiß ich auch nur, weil ich in deinen Stream geguckt habe, weil das hat keiner gesagt. Oh. Ich hab das tatsächlich nicht mitbekommen. Ich hab's mehrmals gesagt, mir hört nur keiner zu. Oder das war, weil ich schon schnell die Treppe runter war. Ich glaube, ich gehe da mal noch eine zweite Kamera hinter in die Tür stellen. Also da steht noch eine im Flur. Ja. Ich habe mal Salz mitgenommen. Zum Beispiel ist es ein Tag wie jeder andere. Nur, dass es nur Weihnachtsfilme im Fernsehen gibt. Werde auch viel essen im Neujahr, kann man mich rollen, XD. Mich auch. Oh, ihr handelt. Oh mein Gott, da ist er. Basti, er ist groß und er ist nackt und er ist schmutzig. Warum? Warum ich? Wer ist es denn? Aber warum ich?
Warum ich? Luzi? Aber warum ich? Also Luzi ist ein Problem. Aber warum ich? Also ich muss nochmal. N3AD ja, unterstriche Lo. Arme Lara, da wurde sie gesnackt. Ja, von hinten. Ah. Mein Gott, ein nackter Mann hat Lara von hinten gegriffen. Nein! Nein! Nein, niemals! Aber warum ich? Ja, ich wurde gesnackt. Also ich hab jetzt unten halt eine Kamera stehen, die ich eigentlich da oben hinstellen wollte. Hm. Wo wolltest du die hinstellen? Wie gemein. Kann ja gut sein, dass der Ort direkt hier über der Kamera ist. Warte mal, lass mich mal kurz meine Sanity gucken. Das geht noch. 50%. Also geh da bitte nicht alleine rein, weil der reagiert auf alleine. Ja, ich bin ja dabei. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt alle direkt gleichzeitig rein. Ich stelle vermutlich und ihr stellt die Kamera auf. So, los geht's. Ich hol die Kamera hoch. Es ist übrigens ein Hase, den ich jetzt in der Hand halte. Keine Voodoo-Puppe, ne? Ich wollte es euch nochmal sagen. Aber das ging jetzt ja richtig schnell. Ich hab doch die Tür zugemacht. Warum geht der da rein? Das ist ein Gespenst oder so. Ich bin weg. Hm. Ja, 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 mach ich. Wenn ich was höre, dann mache ich das. Ich würde gerne das Wasser ausmachen. Nein. Das war einfach nur, um zu gucken, ob es funktioniert. Okay, kann halt nicht. Einfach nur Lara being Lara. Ich wollte nur gucken, ob man das sieht. Ey, Leute, ich wollte nur gucken, ob ihr das seht. N3AD-Löw. Rede mit mir. Da sind alle wieder NetXD. Er ist nicht Hallo. Hier. Ich stehe in einem Schrank. Ja, das sehe ich. Ja, irgendein Sündenbock brauchen wir immer. Jetzt hat er das Licht hier angemacht. Ich frage mich gerade, ob ich jemanden enthitte, der mit der Banane hätte töten. Hm. Ich sehe leider keine toten Menschen an und ich sehe keine toten Menschen. Ich glaube, das war eine blöde Idee. Ich gebe dir recht, das war eine blöde Idee, allein ins Haus rein. Ah.
also kommen wir doch auch so. Bist du hier? Wir haben Box, komm ich hier mit abholen. Ich bin da. Okay, Box, das heißt, es ist ein Dämon. Aber wie ist der Dämon durch die Tür gekommen, die zu war? So mutig war ich, dass ich stand in einem Schrank ohne Lampe. Du bist da alleine rein. Guck mal, Lara, mit dem großen Geschenk. Oh. Allein? Ja. Put. Eingeloggt und positiv. Ich hoffe, du hast eingeloggt. Ja. Was für eine blöde Runde. Warum bin ich denn jetzt gestorben? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich hätte echt gesagt, das ist ein Gespenst, weil der einfach durch eine geschlossene Tür durchgegangen ist. Naja. Vielleicht war die wieder nicht ganz geschlossen. Wir haben eine geschlossene Schranktür. Also entweder er war nicht da oder er war halt nicht da. Der war doof. Vielleicht ist und es aber auch Bärs, so. Ich meine, er hat Lara von hinten gegillt und war laut Amis Aussage nackt, also. Audio-Stativ. Ich wollte gerade sagen, den hat nicht nur ich gesehen. Das klang jetzt irgendwie komisch, der war definitiv nackt, den hab nicht nur ich gesehen, okay. Und Kerze und Feuerzeug. So, sagen, ne? Also, blöd. Blöd.